Ja, meine Freunde und herzlich willkommen. Heute geht es mal wieder um eine Uhr und zwar eine von der Firma Casio. Es handelt sich hierbei um ein G-Shock Modell und die Referenznummer ist GA2100SU-1AER. Hier, so. Carbon Core Guard. Ja, hier, Schockresistent 20 Bar, Double LED Light, Stoppsekunde, Weltzeit, täglicher Alarm und ein Timer. Da gehen wir gleich drauf ein. Die Uhr kommt in einer Blechdose. Finde ich ganz gut gemacht. Kann man die auch schön aufbewahren. Hier ist so eine Art Schaumstoffpolsterung drin. Zum Verstauen. Kann man auch was anderes rein tun. Aber irgendwie hier G-Shock. Ein cooles Ding. So, jetzt schauen wir uns mal die Uhr erstmal an. Es handelt sich hierbei um eine, ja, ich würde mal sagen, einen modernen Klassiker. Die hat ja auch den Spitznamen Oak von der, ja, ich würde mal sagen, Ähnlichkeit von der Piaget Oak, aber das nur am Rande. Wir haben hier eine, ja, Quarzuhr. So, ein kurzer Rundumblick. Jetzt werden wir erstmal ein paar Specs sagen, damit wir es gleich mal hinter uns haben. Also, wir haben hier Abmessungen, so Lack-to-Lack, 48,5 mal 45,4 mm und Höhe haben wir 11,8. Ein Gewicht von 51 Gramm wiegt das Ganze mit Armband, also wirklich eine sehr leichte Uhr. Verbaut wurde hier ein Mineralglas, was aber sehr gut geschützt ist durch die Bezel, die hier ja, das schützt. Also das Mineralglas. Ja, die Bezel in Camouflage fand ich auf Anhieb total klasse. Dann der G-Shock Schriftzug in Orange, ein sehr guter Kontrast. Dann haben wir hier links, ja, von Sonntag bis Samstag die, ja, die Tage, die Anzeige. Dann hier die Indizes, die leider nicht ja, gelohnt sind, aber so what. Man kann halt nicht alles haben. Dann haben wir hier in der Seite, wo man sieht es, Moment, kriege ich das hier mal ein bisschen besser hin. Moment, so. Da ist dann einmal die Uhrzeit synchron in digital und das kann man hier auch umswitchen mit Start. Dann hat man hier das Datum und unten läuft halt die Sekunde weiter. So, und ja, dann hat die Uhr 5 Tagesalarme, ein Resinarmband, eine Batterie von, ja, 3 Jahre. Ich lese das hier gerade ab. LED-Licht, schauen wir uns auch gleich an. Carbon verstärktes Resingehäuse. Dann haben wir ein Neo-Display. Mineralglas habe ich schon erwähnt. Automatischer Kalender mit Datum, Monat und Wochentag. 12 und 24 Stunden Format. Tastentöne ein und aus. Hand-Moving-Funktion. Stoßfest. Stoppfunktion. Also Stoppuhr-Timer. Also ein 24-Stunden-Timer. Dornschließe. Ja, gebürstet, Wasserdichtigkeitsklassifizierung 20 Bar, also mit Wasser haben wir hier kein Problem und Weltzeitzonen, ja, 29 verschiedene Zeitzonen zeigt die Uhr an. Ja, das waren jetzt erstmal so die, ich sag mal, die Specs, die Hintergrunddaten und
Wie gesagt, schauen wir uns die Uhr mal an. Also dieses Modell, also nicht spezifisch dieses mit der Camouflage-Bezel, sondern halt generell dieses Modell. Das ist hier zigfach auf YouTube vorhanden, aber ich habe das irgendwie gesehen und ja, irgendwie fand ich das cool. Falls ihr die mal in Dings sehen wollt, in ja, im durchsichtigen Gehäuse, die hat der Abdul vom Kanal Abdul Air Watches. Verlinke ich mal, könnt ihr euch mal dann auch das Video ansehen. Mache ich mal kurz das Licht aus, also das Studiolicht. Dann mache ich jetzt mal die Lampe an, also Quatsch, die LED. Also für einen Augenblick so kurz zu gucken, ist okay. Man kann das auch einstellen. Das ist hier einmal 1,5 Sekunden und man kann es auf 3 Sekunden einstellen. Was mich ein bisschen stört, ist, dass die Indizes nicht geloomt sind. Die Zeiger, die sind halt geloomt. Ich mache die mal ein bisschen relativ schwach, wenn man es mit einer Seiko vergleicht. Moment, ich mache mal nochmal aus. Jetzt kann man das sehen. Wie gesagt, die hat einen coolen Look. Hier haben wir nochmal Carbon Core Guard. Das ist hier dazwischen. Ja, ich mache die mal eben rum. Augenblick. Und naja, bei mir ist ein Handgelenksumfang von 21,5 cm und die mit den 45,8 kommt doch sehr gut. Und die hat irgendwie cool, taktisch. Sieht, also ich weiß nicht, oh, ein futuristisches Design irgendwie, weiß ich nicht. Und tragen tut die sich wunderbar. Man merkt die gar nicht, weil diese, ja, ich sage jetzt mal 60 Gramm oder was, die merkt man einfach nicht. Da wird man hier einen Diver von Seiko mit Stahlband und so, ne, über 200 Gramm, das merkt man schon. Aber die ist halt leicht und die macht einfach Spaß, die Uhr. Ist halt für mich eine Fun-Watch. Und was ich mir persönlich wünschen würde, das wäre, wenn der Indice-Ring, der ist ja hier so 3D aufgebaut, wenn der komplett geloomt wäre, die Zeiger auch und hier komplett beleuchtet. Also nicht nur das kleine Display da, sondern halt komplett, ja, das Ziffernblatt. Und ein Saphirglas und ja, Multiband 6 und Tough Solar. Das war natürlich die eierlegende Wollmilchsau. Aber so what, man kann nicht alles haben. Aber vom optischen her, ich finde die mega cool. Ja, hier nochmal ein Vergleich zum Klassiker 5610, die hat ja Multiband 6 und Tough Solar von der Größe her. Ah, die ist ein Ticken größer, aber beide tragen sie wirklich sehr gut. Ja, gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns mal wieder beim nächsten Video, wenn es hier wieder was Neues auf dem Tisch gibt. Bis dahin gesund bleiben und tschüss.